Gestartet. Durch die Türkei, durch Georgien, durch Armenien, in den Iran und von Teheran wieder zurück. 54 Tage auf dem Fahrrad und 2,5 Monate unterwegs. Es war meine zweite längere Fahrradtour. 5600 Kilometer und ungefähr 50.000 Höhenmeter. Ich habe eigentlich gar keine speziellen Vorkehrungen getroffen. Ich bin eigentlich einfach losgefahren. Ich plane eigentlich so einen Trip nicht wirklich. Ich habe Karten dabei, ich habe ein GPS dabei und fahr los. Lieber in der Natur, in der Wildnis, in Bergen. Aber ich bin jetzt auch nicht in so krass abgelegene Regionen gefahren. Also es kam mindestens alle 2, 3 Tage kam eine größere Stadt. So auf dem Land kann man sich hinschillen, hat seine Ruhe. In der Stadt Pause machen ist nicht. Weil jeder herkommt, wirklich jeder herkommt und nicht voll quatschen, die Hände schütteln möchte und Hallo sagen möchte. Und das ist definitiv anstrengender in der Stadt zu fahren als auf dem Land. Ich ganz entspannt, kann mein Fahrrad packen. Joki, der alte Wikinger, fährt dir die ganze Aufmerksamkeit. Das ist gut. Das ist total super. Das Problem war manchmal, dass die Leute immer dachten, ich wäre ein Einheimischer zum Beispiel. In Türkei wurde ich oft für einen Türken gehalten und haben sie mich natürlich immer auf Türkisch angesprochen. Auch in Georgien dachten sie, ich wäre Georgier. Im Iran dachten sie auch, ich wäre Iraner. Also das war irgendwie ganz witzig. Es war bis jetzt echt in fast jedem Land so. Bei der ersten Tour durch Bulgarien auch dachten die alle, ich wäre Bulgare. So. Und dann Rumänien auch. So, hier, du bist doch Rumänien, was machst du denn hier? Bist du mit dem Fahrrad? Was? Ja. Yeah. Der sitzt auf der Schlange. Keine Scheiße.
8 Stunden im Sattel jetzt, Mann. Ja, da hat sich da zum Glück so eine Seitenstraße aufgetan. Jetzt hoffe ich mal, dass da unten irgendwas geht, ey. Was für eine Schnapsidee mit dieser Abkürzung, ey. Ey, unfassbar. Ich glaube, man kann gar nicht mehr schwitzen, als ich gerade schwitze, ey. Wie krass das war. Was waren jetzt? 400 Höhenmeter hoch. Krasse Scheiß. Schau mal, vielleicht gibt es eine vernünftige Abfahrt wenigstens. Aber zweifle ich für den Straßen. An der Grenze zu Aserbaidschan habe ich mal die falsche Straße genommen und bin dann in einem militärischen Sperrgebiet gelandet. Bin dann lang gefahren, ne? Und dann sehe ich so links und rechts diese Schilder Firing Zones, No Entry. Also denk mir nichts Böses, fahr weiter. Irgendwie eine halbe Stunde später geht halt irgendwie, weiß ich, wie weit das weg war, 400, 500 Meter so eine Bombe da hoch. Und dann hatte ich echt schon Angst. Boah, das ist heftig, Mann. Oh, bin ich erschreckt. Die Gesamtsituation mit Bombe und 38 Grad, kein Wasser, scheiß Sandpiste, so, das war spannend, auf jeden Fall. Das war der gleiche Tag mit diesem Wolfsgeheul vor dem Zelt. Genau. Das war ein Tag, ey. Ganz geheuer ist das mir hier nicht, ey. Ja, so ein Wolf wird ja wohl nicht angreifen hier, oder? Weiter weg, hoffentlich. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Mein Gott. Benzinkocher dabei. Benzin kriegt man überall auf der Welt. Kannst halt LKWs anhalten, Benzin abzwacken und dann kannst du kochen. Und meistens gab es halt Nudeln mit Fisch, Konserven und einer Tomatensauce. Abends mal schnell irgendwie Kohlenhydrate reinpfeifen. Und sonst eigentlich immer, wenn es irgendwas zu essen gab, angehalten, was reingepfiffen, weitergefahren. Kochen ist halt noch so eine Sache. Du brauchst einen Kocher, du brauchst Brennstoff, du brauchst Töpfe, du brauchst Besteck, du brauchst Essen, du brauchst, das muss alles mitgeschleppt werden. Ne? Wenn man natürlich auch nicht kocht und in Hotels übernachtet, dann braucht man halt nichts, braucht man einfach nichts. Eine Satteltasche, mehr hast du nicht. Also das Bike wog 13 bis 14 Kilo plus 8 Kilo Gepäck plus Wasser und Essen. Insgesamt waren es 26 Kilo. Die Menschen wurden eigentlich immer gastfreundlicher. Je weiter ich gen Osten kam, desto freundlicher und hilfsbereiter wurden sie. Am Anfang gab es noch in der Türkei gab's immer Chai umsonst. An jeder Tankstelle gab es immer irgendwas umsonst. In der Türkei war es meistens nur Tee. In Georgien gab es dann schon Essen dazu und Tee und Schnaps. Im Iran zum Beispiel gab es Essen und Übernachtung. For free, so. Das hat sich immer mehr gesteigert. An einem Tag bin ich durch ein georgisches Dorf gefahren, hat es angefangen zu regnen. Ich habe mein Zelt auf dem Sportplatz aufgebaut. Innerhalb von einer halben Stunde kam ein kleiner Junge rein und hat am Zelt gerüttelt und hat mich zu sich nach Hause eingeladen, weil es so regnet und ich soll im Trockenen schlafen und so. Ich habe das aber abgelehnt. Und am nächsten Morgen stand Frühstück vor dem Zelt mit Brot, Butter, heißem Tee und einer Flasche Schnaps.
So war es eigentlich fast täglich in Georgien. Das war echt Wahnsinn eigentlich. Acht Grad, keine Sau unterwegs, bis auf Militärauto, das jetzt kommt. Hi. Hey. Hey. Down. It's a highest point here. Yeah, good. Good. Is it snow up there? Snow? No. No? Road. Good. Smaller road. It's only downhill now. 15? Okay, village. Good. Thanks. Thank you. Bye bye. Ja, Mann! Jetzt wird der Gipfel hier. Fett! Fett! Was für eine abgefahrene Strecke, ey. Echt krass. Jetzt geht's nur bergab die ganze Zeit. Schon seit 800 Höhenmeter bergab. Innerhalb von, keine Ahnung, 8 Kilometern. Krass. Ja, Mann! Was heißt? Hey. Jawohl, nach drei Tagen mal wieder Asphalt, Alter. Fett! Großer Gang. Und Asphalt, oder die Scheiße. Geil! Fett, 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 fett! Oh, ist das geil, Mann! Oh! Endlich mal über 12 km/h fahren! Geil! Oh, oh wie geil! Gefahrensituation, also die größte Gefahr beim Fahrradfahren waren meistens die Hunde. Gerade im Kaukasus die großen Schäferhunde, die wilden Hunde auch, die in Rudeln dann angreifen. Das ist oft sehr spannend. Also, da hilft meistens nur absteigen und Steine in die Hand nehmen und Steine werfen. In Georgien gab es viele unbeleuchtete Tunnel, bei denen dann manchmal irgendwelche Kühe drin standen in den Tunneln oder irgendwelche Schlaglöcher, Riesenpfützen. Ich hab die mal echt richtig krass erwischt so. Ich gefahren, auf einmal steht die Kuh da drin, Vollbremsung und mit der Schulter an die Kuh geknallt. Ab dem zweiten Monat kam mein Schwager dazu. Es braucht ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen und dann anzupassen. Aber mit der Zeit ist das cool gewesen. Es hat Spaß gemacht. Er hat mir auch sehr viel mit seiner Reiseerfahrung geholfen, da er schon mal im Iran war. Unter anderem hat er auch extrem viele Bilder gemacht, sehr coole Bilder gemacht, viel gefilmt. Eigentlich auf fast jedem Untergrund hat sich das Beyond bewährt. Ich habe das ja ein bisschen umgebaut für meine speziellen Bedürfnisse. Ich habe mir einen Zeitfahraufsatz drauf gemacht, um auch auf geraden Asphaltstrecken irgendwie entspannter vorwärts zu kommen. Ich habe mir meinen geliebten Flight-Sattel drauf gemacht, weil ich ganz genau weiß, der passt auf meinen Arsch. Wir beide passen zusammen. Ansonsten habe ich das Fahrrad gelassen, wie es war. Ich liebe halt einfach irgendwie unterwegs zu sein. Ich liebe es rumzureisen, neue Leute kennenzulernen, irgendwie neue Kulturen, neue Landschaften zu sehen. Ich möchte selbstständig von A nach B kommen, mit eigener Kraft. Ich brauche Abenteuer. Ich möchte frei sein. Das möchte ich.